Ach du Heiliger, was ist denn mit der Base hier? Alter. Ach, das war das Basketballspiel wieder. Ach, hier ist der tolle Regensammler. Trinken in Klammern direkt nicht. Ja, du kannst ihn aber auch reinigen, ne? Aha. Basketballspiel. Alter, wie viel. Okay, ich habe trotzdem Spaß mit deinen Turrets, ja. Mhm. Ja. Nett. Ach, mit den Deckungen, Springbarriere. Hm. Cool. Warte, wo ist jetzt hier ein Autoloader? Wo kann ich jetzt hier die Shells reinlegen? Wo macht es überhaupt einen Sinn? Oben. Oben. Ich suche gerade einen Autoloader. MKW des Typ 30, Mörser. Nein, vergiss es. Stimmt, der ist so weit weg. Hm. Du bist ja lustig, Carbo. Du bist ja lustig. So, ja. Wer will Basketball spielen? Seid so gut. Intelligenter Mörser. Oh, warte mal, ja, ist hier nicht gleich die richtig geil. Ist hier nicht die Drohne? Ne, hier ist keine Drohne, schade. Also, ja, hier das ist schon. Uff. Ah, komm her, du Scheißball. Entering. Also hier haben wir kein Game. Ich glaube, das ist wahrscheinlich immer noch nicht Endgame. Ich nehme an, das ist jetzt so eine Midgame-Festung, ne? Das ist Wahnsinn. Es ist ja. Was für Bases man hier aufbauen kann. Ich hab mir da mal eine angeguckt von einem, der so eine Juggernaut-Rüstung da aufgebaut hat. Also die ist absolut pervers. Vor allem diese Kanonengeschütze, die du nur noch haben kannst. Diese Schiffgeschütze. Ja, ja. Alten Schlachtschiffen da. Das wird lustig, ja. Man kann Böhm. Oh, ich sehe gerade, da ist ja sogar zwei von diesen Mechas. Von diesen Kataphrakten. Cool. Ja, eben, sag ich ja. Ich habe das Ding multiplayer-mäßig aufgebaut. Gibt es eine Maximalzahl oder kann man da rein theoretisch sogar vier Anzüge reintun? Ja, kannst du auch vier Anzüge reinmachen, wenn du die Ressourcen dazu hast. Ja, ich sehe schon, was der Nachteil an großen Bases ist. Meine Frames verabschieden sich ja auch, wenn ich in deine Basis so gucke. Vor allem die Ladezeiten werden relativ ekelhaft, ne? Kataphraktaufhänger in Angriff nehmen. Ja klar, ich nehme da einen Kataphrakten in Angriff. Ich muss ganz ehrlich sein, Kabu, und ich glaube, das ist sogar die Absicht dahinter. Wenn ich so in die Basis reingehe, fühle ich mich wie bei Command & Conquer Renegade, wenn man so eine Nod-Basis stürmt, so eine Hand von Nod oder sonst irgendwas. Braucht der eigentlich Muni, der Kataphrakt? Genau. Achso, weil ich hier keine Muni-Anzeige habe in dem Mecha, deswegen. Jetzt so? Ja, okay. Sieht gut aus. Ich denke, deine Base passt aber auch gerade noch so auf die Minimap oben, ey. Also von der Breite und von der Länge bin ich hier am Maximum. Weil ihr einfach mal wissen wollt. Na, lustigerweise kannst du noch in jede Richtung eins weiterbauen, sehe ich gerade, Carbo, ne? Aber wobei hast du teilweise. Ah, ne, hast du schon teilweise. Hab ich teilweise. Ja. Ich wollte noch mehr. Es sollte dann auch Carbo wollte es nicht übertreiben, er gehört ja auch zu den bescheideneren Leuten. Ja, wie die Bruderschaft von Nord halt auch ist. Bescheiden, klein, wir müssen das alles heimlich machen, weißt du? Sonst kommen diese netten GDIler da an und sagen, ja, aber nein, das machen wir auf gar keinen Fall. Kann nicht auf unwegsamem Gelände gebaut werden. Okay, dann ist er hier oben. So, die fette Artillerie. Manual Mode. Welcome, Pilot. Boah, jetzt noch mit Max. Geil. Bring mal was von Max mit. Halt. So, ein Max ist schon mal vorne. Einmal den da. Was kann man denn eigentlich alles bauen? Kampfdeckung, 10 davon. Heilige Scheiße. Eine Menge. Ich stelle mal die Artilleriekanone noch auf der Map ein. Was kann man jetzt auch einstellen, auf indirektes Feuer umschalten? Vor alledem, das da. Das ist richtig geil. Ich hab doch einmal beklagt, das ist scheiße, dass du keine Munitionserzeugung dabei hast, ne? Bedienfeld. So, massive Einheit priorisieren. Warte mal, funktionieren die vielleicht nicht, weil man den Feuermodus ändern muss?
Ja, aber indirektes Feuer passt ja eigentlich. Indirektes Feuer passt. Hm. So. Geht direkt. Ach, da haben wir noch eine. Da flogen Patronenshells aus der einen Arti. Das waren Minen. So. Ach, das waren die Minen wieder. So. Das war ich. Wenn du meinst. Und, hier vorne, das ist jetzt das Schöne. Ich muss nur mal verstehen, wie das geht. Irgendwo sollte hier ein Munitionserzeuger aufgehen. 3, 2, 1. Zündung! Risiko! Der fette Kronos kommt jetzt nicht, ne? Nee, leider. No. Sad. Sicher? Base Noises. Ja, ganz sicher. Okay. Leider. Schade. Hui. Oder? In der Anzeige könnte es doch sein. Ja, von der Anzeige sage ich ja, könnte es nämlich sein, ne? Deswegen meinte ich ja. Komisch. Ja. Ne? Seht ihr? Also die Mechs machen schon Spaß. Ah ja. Und man kann auch Links- und Rechtswaffe wahrscheinlich bearbeiten. Kann man da später auch sowas wie Melee-Waffen reinbauen oder solche Späße? Ich weiß es nicht. Das wäre lustig. Ich konzentriere mich ja mit den Dingern dann immer nur auf die großen. Dann schießt du drauf, die explodieren schön und praktisch hat der andere dann ein freies Leben. Ich muss jetzt nur schauen, dass die Munition dann soweit passt. Ne? Ja. Allzu viele Kästen habe ich leider nicht. Irgendwie sollte das doch hier funktionieren. Ah! Ui. Schade, dafür bräuchte ich nochmal 15 Energie, damit ich ja dann Munitionserzeuger dazu kriege. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Ich meine, wir können du kannst 10 Energie umwandeln oder 150 Ressourcen gegen. Ich düse mal kurz hinten und hol mal ein bisschen Muni. Wie sind es eigentlich mit der Muni von dem Mech? Das sieht so aus, als hätte er dann endlich, aber ist wahrscheinlich auch mit der Base verbunden irgendwie. Nee, er hat keinen unendlich. Third-Person-Modus kannst du sehen. Third-Person, ja. Mit C. Müsste mit C stehen. Ja, hab ich schon, ich versuche doch gerade zu sehen, wo das dann steht. Ah, da steht wahrscheinlich das, wo Bullet steht, ne? Dann heb ich mal ein bisschen was auf. Oh, ich kann da später nochmal rein. Ach, da. Lasse mich raus. Ja, hinten steht übrigens noch ein Mech, ne? By the way. Was du? Ich hab gedacht, ihr habt alle drei da vorne. Nein, nein. So, jetzt kann man nämlich Munition hier vorne herstellen. Oh, die Türme sind schon alle leer geschossen. Ja, die bräuchten jetzt nämlich ein bisschen wieder. Hier vorne. Bin gerade dabei. Der ist auch alle. Was sind das für ein MG-Panzer? Oioioioi. Die haben so zwei Miniguns dran. Jetzt habe ich keine Munition. Praktisch. Danke für den Nexus. Aber wir haben auch gerade eine Cooldown-Phase, so. Oder? Blau ist doch Ruhephase. Ja. Sieht so aus. Kurzzeitig, ja. Jetzt hat. Da bitte rein. Ein Panzer haben wir notfalls auch noch mit den Schüssen, ne? Da würde ich die Panzerschüsse würde ich mir vielleicht mal aufbewahren, die drei Schüsse, die wir haben, für den Boss, wenn er kommt. Wir sind jetzt zu dritt, da können wir drei Leute in die Mechs, wenn wir die Munition gut sparen. Der vierte kann den Panzer mitschießen, richtig. Da können wir dem Boss wahrscheinlich gut was reindonnern. Ja. So. Ist der dritte Mech jetzt schon unten? Nee. Nee. Die will keinen Mech. Ja, ich geh schon rauf. Aber wow. Ich hab gedacht, er ist da draußen. Der ist noch hinten drin. Oh, da kommt wieder Fette. Boah! Die ist sau, die Blöde. Wo steht der dritte Mech?
bin mal gespannt, ob deine Base noch zum Einsatz kommt, aber spätestens, wenn jetzt wirklich Kronos kommen der sollte. Hier in dem von dir. Ne, der steht da vorne beim Wald, Cabo. Ungefähr auf der Höhe von. Ja, ist ja getan. Also wenn Kronos kommen sollte, sehen wir zumindest mal Cabos Raketenabwehr in Aktion, weil diese Vulkankanonen, die da drauf sind, die sind ja zur Raketenabwehr, soweit ich weiß, da, ne? Ja, kannst du für beides einstellen. Jetzt müsste ja gleich Dings kommen. Bedienfeld. Ich habe mal noch einen Mörser vorne erstellt, der sich um große kümmert. Da schießt irgendeiner mit Raketen wieder. Okay, jetzt haben wir gleich ein Problem, weil. Okay, ich habe keine Muni mehr. Na, die Geschütze sind gleich alle an, ne? Railgun-Apostel, what? Ach, er wieder. Jo. Naja, aber der geht schnell down. Siehst du, da kommen sogar schon die Geschütze von der Base. Da ist wieder ein Typ hinter so einem, da ist so ein Multiraketenschussteil hinter einem Teil. Dadurch kriegt er keinen Schaden gerade. Da. Das ist wieder total verbuggt. Hab ihn. Doch, müsste so gut wie damagebar sein. Ja. Ja. Wer hat jetzt keine Munition mehr? Alle Geschütze vorne sind alle. Passt. So, jetzt kommt noch mal eine Ruhephase und dann könnte es sein, dass Kronos kommt. Geil. Wahrscheinlich, ja. Von dem Symbol her hätte ich gesagt, ja. Dann sollte ich eigentlich noch genug Munition übrig haben, dass ich jetzt mal wieder reinsteige in das gute kleine Schätzchen. Man kann das Ding auf Folgen und auf Auto machen. Kann man das Ding einen folgen lassen, dass es selbst schießt? Ja. Cool. Nein, das wollen wir. Kann ich das auch mit dem Mecha-Buddy machen, wenn ich jetzt in die Katafakten gehe? Folgt ihr mir im Katafakten noch? Du setzt einfach dein Mecha-Buddy dein Mecha-Buddy als Pilot in den Katafakten rein. Ja. Nee, lassen Sie sich jetzt aber ein bisschen Zeit. Ja, jetzt kommt ja auch nur die letzte Schlacht mit Krone. Stimmt. Siehst du ja. Da kommt runter. Na, wo bleibt er? Komm schon. Jetzt müsste er auftauchen. Lass dich blicken. Na also. Kronos. Da kommt er doch. Ja, jetzt kommt die geile Musik wieder. Oh nein. Oh Gott, ich hab ziemlich gut. Oh, ich mache aber trotzdem übelst Schaden mit den Geschützen einfach. Das ist eine geile, epische Musik dazu, ey. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, jetzt kann man die Raketen verfolgen, wie sie gleich abgeschossen werden hinten. Warte, das muss ich mir nochmal angucken. Geil. Ja, Kronos. Bin abgeschossen. Geil. Ja, ein paar kommen aber durch. Ja, dafür würdest du wahrscheinlich noch ein paar Türme mehr brauchen, aber dafür brauchst du ganz spezielle Ressourcen. Und das ist halt zu kriegen dann doch schwer. Oh, au. Kronos ist fast tot. Es regnet Artillerieschüsse. Also, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, oder? Es ist doch ein bisschen zahm geworden, ja. Dadurch, ja. Absolut. Ja, man merkt, ich glaube, für Gebiet 3 bist du jetzt mittlerweile ein bisschen überlevelt. Außer natürlich der letzte Schwierigkeitsgrad, aber das ist nochmal was anderes. Das ist das ist definitiv wirklich was ganz anderes dann. Das ist. Ja. Ich finde halt hier diese Barrieren auch geil, weil du halt wirklich Materiallager und dann halt Munitionserzeuger direkt vorne an der Front haben kannst. Oh, geile Kernwaffen. Jetzt doch in deinem Zuhause. Ich will die gleich mal ein. Wenn ich die Kernwaffen einlager, kriegt die ja jeder von uns, ne? Weil das waren Lila, ne? Sollte. Aber glaube ich nicht. Ach, da oben ist noch ganz viel Loot in dem einen Gebäude, ne? Kannst du sagen, was für eine du haben möchtest, dann. Naja, passt. Ich lege langsam mal ein. Cool. Aber auf jeden Fall cool. Das ist jetzt. Ich kann froh sein, wenn ich die im ersten Schwierigkeitsgrad überlebe mit meiner Base in Cabo. Ich hab's nicht durch. Überlebt im ersten Schwierigkeitsgrad also, mit meiner Base. Das ist jetzt Schwierigkeitsgrad 3 von 4 gewesen, ne? Oh, fuck.
Und beim vierten, beim vierten sind alle Außenverteidigungsanlagen dann deaktiviert. Also alles, was du außen und rausbauen kannst und so. Uff. Dann geht's halt nur darum, das, was du mitnimmst, dann pro Schlacht. Ja, da musst du dann halt drauf achten, dass du volle Dings dabei hast. Wie heißt es? Materiallager, dass du diese ganzen Türme bauen kannst, ne? Ja. Ah, da oben noch den Turm können wir looten. Aber die Bruderschaft von Lot war wieder einmal siegreich. Weißt du, Kane schaut so auf seine Siegeshistorie gegen die GDI und vergisst so eine kleine Träne. Ja. Er hat es geschafft.